So, meine Lieben, heute geht es weiter. Ich habe mich aber beim letzten Mal schon entschuldigt, dass ich immer wieder sage, so, meine Lieben, immer wenn ich dann hier was ausmache und neu anfange, es tut mir wirklich leid. Bitte, bitte seid nicht böse mit mir. Also, ich habe jetzt soweit alles fertig. Ich zeige euch jetzt mal, für was ich mich da entschieden habe. Ich habe jetzt Tatsache mir hier dieses, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das ist wie so Sand. Das fand ich, passte jetzt richtig schön. Ich habe jetzt mal so alles daneben gehalten, alles das, was ich wollte. Das hat mir alles nicht gefallen, aber das hat mir richtig gut gefallen für die Stempel. Dann habe ich erstmal alles aufgestempelt hier von meinem Stempelset hier. Da habe ich mich entschieden für, also doch nicht alles Gute zum Geburtstag, weil das hatte ich passend nicht. Ich habe hier einmal ganz zu meiner Verwunderung in Englisch, aber ist ja auch noch ein junger Mensch. Also Happy Birthday habe ich. Dann ein Hoch auf dich, Liebe und ganz viel Glitzer. Also normalerweise heißt der Spruch hier: Zum Geburtstag wünsche ich dir Sonnenschein, Regenbögen, Liebe und ganz viel Glitzer. Hat natürlich jetzt hier nicht drauf gepasst. Ich musste auch gucken, was da so drauf passt. Und heute ist dein Tag. Mache ich hier oben noch ein Steinchen, weil ich das ziemlich weit runter machen musste, weil damit dieses Heute ist dein drauf passte. Also so, wie gesagt, gestempelt habe ich, dann habe ich es ausgestanzt mit diesen Stanzen hier. Habe ich dann einmal die kleinste, also diese kleine Stanze hier benutzt. Dann habe ich für oben drauf hier auch von diesen Stanzen die, also eins, zwei weitere. Da habe ich zweimal gemacht, weil dieses Mal möchte ich das ganz gerne dazwischen kleben. Hier habe ich das nicht gemacht. Wie gesagt, das war auch der erste. Kann man jetzt, man guckt nicht drunter, aber ich habe gedacht, vielleicht hält es auch besser, wenn ich es drunter mache. Und das hier werde ich für oben drauf nehmen. Das hat mir gut gefallen. Das ist ja so ein Metallteil. Und damit man nicht da durchgucken kann, habe ich mir dieses Braune und dann nochmal dieses Braune genommen. Und dazwischen werden wir dann diese Teile kleben. So, ja, und ein paar Perlchen habe ich mir hier für oben nochmal rausgesucht. Finde ich ganz nett mit den Perlen. Ja, und Bänder habe ich verschiedene. Da muss ich gleich mal schauen, welches mir am besten dazu gefällt. Oder so ein helles hier. Und ein paar Glitzersteinchen habe ich mir auch geholt. So. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal nach und nach alles zusammenkleben. Wie gesagt, oben ist das so ein bisschen verzwickt. Aber ich zeige euch dennoch, wie es sein soll. Das legen wir jetzt mal einmal hier hin. So, wir nehmen uns jetzt diese Karte und kleben uns. Also das muss quasi, also ich habe das, habe ich das jetzt hier drunter gemacht? Ja, habe ich drunter gemacht. Ihr könnt es jetzt drunter kleben. Also ich werde es drunter kleben, weil es dann halt auch im Braun ist. Das macht ja nichts. Deshalb könnten wir das eigentlich doch schon direkt zusammenkleben. Und dann käme dieses Teil hier drunter geklebt. Also überall versucht man, dass man das mittig dahin klebt, damit man das alles zusammen hat. Also sprich, den können wir schon zusammen machen. Da brauchen wir gar nicht so dazwischen kleben, weil, wie gesagt, findet ihr ja schlimm? Ich weiß es jetzt nicht. Oder ob wir das lieber doch hier zwischenkleben, wie ich es eigentlich gedacht habe. Aber ich glaube, dann sind wir, kommen wir wieder zu kurz. Ich halte das mal eben daran. Ich glaube, da kommen wir dann hier mit diesen Teilen nicht hin, weil das dann wieder von der Größe nicht hier drunter passt. Ich schau mal, ob das passt. Dann sieht man es natürlich nicht. Ich habe auch vorher mir so eine Klammer gemacht. Und habe die Klammer einfach darunter zusammen hier geklappt, damit man da sieht, ob das überhaupt passt. Ich glaube, das mache ich jetzt mal eben. Ich habe ja hier die Klammer. Man muss sich ja immer irgendwie ein bisschen zu helfen wissen, damit man auch richtig gucken kann. Diesmal soll es nämlich richtig sein. So, ich bin jetzt gar nicht im Bild, ne? So, tun wir das nämlich mal so, dann können wir genau sehen, ob das überhaupt passt.
Und den letzten auch. So, ich glaube, das passt sogar. Schaut mal. Das können wir so da drunter kleben. Dann haben wir Tatsache unsere Mitte dann trotzdem noch. Also das wird ja dann gleich hier oben dran geklebt. Das muss man jetzt hier vielleicht ein bisschen rüber schieben. Aber so kann man ja noch ein bisschen schieben. Wenn man es einmal aufgeklebt hat, dann funktioniert das ja nicht mehr. Gucken, dass das so alles so ein bisschen mittig ist. Ich glaube, das habe ich hier auch ganz gut hingekriegt. So, diese Enden werden jetzt also quasi hier drauf geklebt. Das machen wir jetzt mal. Was natürlich ganz wichtig ist, wie hier zum Beispiel meine Schrift soll ja jetzt, also wenn das jetzt oben ist, soll man natürlich, wenn man es auseinanderklappt, Moment, ich muss mal eben schauen, ja, von da natürlich zu sehen sein, ne, von dieser Seite. Sprich, das so und dann muss das hier drunter geklebt werden, also so. Und dann klappen wir uns das so zusammen. Aber dass das hier, wenn man es dreht, natürlich auch richtig zu lesen ist. Ne? Das ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, falls ihr Sprüche oder so habt. Ich habe ja jetzt die Stempel noch nicht aufgeklebt, warum auch immer. Das wollte ich eigentlich machen, aber ich habe euch ja schon mal gesagt, ist ja für mich überhaupt nicht so das Basteln unter der Kamera, das... Oh. Ich weiß es nicht. Manche können das, das beneide ich, bewundere ich. Ich mache dann die Klammer natürlich auch direkt wieder da dran, damit das auch hält. Ne? So, ich glaube, da habe ich nämlich den Fehler auch gemacht. Ach, da habe ich aber Glück, da habe ich nämlich nicht drauf geachtet, dass das richtig in die richtige Richtung geht. Ah, hier ist es auch richtig. So. Und dann machen wir, wie gesagt, die Klammern uns dann auch immer wieder dran, damit das auch schön anbackt. Ich nehme auch diesmal nur Flüssigkleber, weil man da natürlich wunderbar noch hin und her schieben kann, statt mit diesem doppelseitigen Klebeband. So. Jetzt schauen wir auch noch mal eben drunter. Ja, ist auch richtig. Legen wir uns so hin. Und Kleber dran. So, das sieht jetzt eigentlich so von oben ganz gut aus. So, jetzt kommt natürlich, wenn das so ein bisschen getrocknet ist, kleben wir das dann hier drauf. Genau, und nein, Kinders. Ah doch, kann ich ja immer noch reinkleben. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken, weil das Ding muss ja natürlich auch noch da drauf. Aber man kann ja noch die Flügel auf die Seite machen. Wie gesagt, was ich jetzt nicht habe, ist, dass ich die zuerst, die wollte ich eigentlich zuerst draufkleben, damit man die auch ein bisschen dekorieren kann. Aber gut, das macht nichts. Und bei den großen hier oben, das hatte ich euch ja am Anfang gesagt, da müssen wir ein bisschen was wegschneiden. Ist mir da auch nicht so gut gelungen, weil natürlich... Diese großen Teile können natürlich nicht bleiben. Das wäre zu groß. Seht ihr? Da guckt dann an der Seite was raus. Ist zwar dieselbe Farbe, aber sieht trotzdem nicht so schön aus. Wer natürlich das gut kann, der kann natürlich hier so ein bisschen Bogen rausmachen. Man könnte auch, was mir jetzt einfällt, das fällt mir oft beim Basteln ein, ich hätte dieses Teil, als es noch lose war, mit der Stanzmaschine hätte ich vielleicht auch so einen Kreis nehmen sollen. Genau diesen Kreis von dem und stanzen sollen. Habe ich natürlich jetzt nicht gemacht, aber ihr seid jetzt schlauer. Also Stanze nehmen in der Größe, wo das oder vielleicht eine Nummer kleiner, ist ja auch sinnvoll. Und dann einmal das ausstanzen, weil so kriege ich das ganze Teil, kann ich natürlich jetzt nicht mehr unter die Stanzmaschine packen. Sei denn, so könnte ich es noch machen. Aber dann habe ich, nee, da habe ich falsche Seite. Vergesst das, was ich gesagt habe, weil wenn man natürlich hier, ach Leute, ich bin jetzt schon so ein bisschen dumm, ich das jetzt hier ausstoche, da müsste genau drunter passen. Ich probiere das jetzt mal.
und hoffe, dass das klappt. So, habe ich dann doch gelassen. Ich habe gedacht, nein, ich da jetzt diese Stanze dran lege, dann stanzt sich ja nur der Kreis, dann bleibt ja nur der äußere. Habe ich dann doch lieber sein lassen. Ich mache das genauso, wie ich das bei dem anderen gemacht habe. Und wenn dann halt mal so eine Ecke rausguckt, dann ist das, finde ich, jetzt nicht ganz so dramatisch. Also wie gesagt, das ist zu groß, das müsste man jetzt schneiden. Ich versuche jetzt erstmal hier zu bleiben in der, also nur, dass ich dieses Runde abschneide. Versuchen wir, ob das klappt. So. Und wenn ich da jetzt diese runde Scheibe drauflegen würde, ja, ich glaube, das ist gut. Könnt ihr noch schmaler machen, dann sieht man das hier nicht mehr. Das habe ich ja da gemacht. Habe das aber auch nicht so gut bearbeitet, nicht so gut geklebt. Ich versuche noch mal ein Itzken wegzumachen. Und wenn nicht, wie gesagt, dann lasse ich das auch jetzt so. So. Ich finde, das kann schon. Also ich finde, wenn es zu schmal ist, habe ich auch Angst, dass das oben zerreißt. Deshalb habe ich auch diesmal doppelt gemacht, dass ich das dann noch mal da drunter. Quasi kommt das ja hier zwischengeklebt. So. Dann hält das, glaube ich, ein bisschen besser. Und so sieht man auch nicht viel vom Rand. Das werde ich jetzt mit allen Vieren machen und werde halt auch hier die Stempel draufkleben. Ich wollte das ja gerne in der Mitte haben. Und hier kommen ja noch Elemente. Das Verschönern machen wir aber gleich wieder zusammen. Ich schnibbel gleich gerade nur noch hier oben rum. Dann sehen wir uns wieder. Ja, das haben wir jetzt. Also sieht jetzt quasi so aus. So kann man auch noch gut, wie gesagt, dekorieren. Ich werde jetzt erstmal die Mitte hier draufkleben. Da ist ja eigentlich egal, dadurch, dass die Sprüche jetzt nicht so wie hier im Verlauf haben, wo sie anfangen müssen, dass es gleich bleibt, ist es hier eigentlich egal. Deshalb klebe ich das jetzt einfach so hier rauf. Da ist mein Kleber. Und ich hoffe, das ist so in Ordnung für euch, dass ich so ein bisschen immer vorbereite. Das ist für mich angenehmer, als alles so vor der Kamera zu machen, wie gesagt. Aber ich wollte euch das ja gerne zeigen, weil ihr natürlich auch die Karte gerne haben wolltet. Genauso wie einmal dieses Teil mit den kleinen Fläschchen. Das muss ich auch noch erledigen, aber so komplett. Also wie gesagt, ich bewundere da jeden, der das kann und macht und nicht nervös wird, aber für mich ist das einfach zu viel. So, jetzt drehen wir uns das natürlich alles einmal so komplett um. Und jetzt muss man natürlich immer hier anfangen, weil so sieht es natürlich aus. Ist ja immer vom Vorteil, wenn man dann eine Schrift hat. Und da werde ich mir jetzt den Spruch draufsetzen. Ganz egal, ich fange mal mit dem Happy Birthday an. Weiß gar nicht, ich glaube, den habe ich auch mal aus dem Blog vom Action. Da habe ich auch mal was mit gebastelt, mit diese Reise Teil. Dann heute ist der Tag. Also, wie gesagt, das ist egal, wie rum wir das jetzt machen. Nur wenn man eine Reihenfolge braucht, dann müsst ihr jetzt natürlich euch so hinlegen, dass ihr das auch so klebt, wie es sein soll, muss. Ich hoffe, ich bin gut im Bild so, also ich nicht, sondern die ganze Sache hier. Und hoppala, den letzten.
So, haben wir das auch erledigt. Weil das jetzt schon mal gerade so schön rumliegt, werde ich auch direkt das Braune hier drunter kleben. Nee, da kann ich nicht gut gucken, ob es gerade ist. Nee, nee, dann lassen wir lieber. Hier habe ich gedacht, ich wollte hier eigentlich die. Aber ich glaube, diese festen Teile kann man auch bestimmt gleich noch machen. Ich werde da auch, glaube ich, nur eins dran machen. Hier unten, das lasse ich einfach frei. Ich denke mal, das reicht. Da macht man vielleicht einen kleinen Glitzerstein oder da den Glitzerstein und hier machen wir das Metallteil dran. So, drehen wir uns das wieder rum und jetzt werde ich das Braune drunter kleben. Aber Kleber hätte ich schon dran machen können, ne? Nur ist das alles ein bisschen schwierig, obwohl ich könnte jetzt, ne, mit den Klammern kann man auch nicht kleben, ne? So, ist egal. Irgendwie schaffen wir das schon. Ist ein bisschen frickelig, aber macht ja nichts. Seht ihr, und diese Ohren, die jetzt im Braun auf diesem Kraft hätte man hier nicht so gesehen, weil das natürlich auch braun ist, ne? Aber egal, sieht ja jetzt auch trotzdem. Wir machen das jetzt hier wieder falsch, Marion. Muss man nur aufpassen, dass nicht ein von diesen Krakenarmen darunter fällt. So, ich drehe das jetzt. Ich halte das einfach mal so jetzt hier fest. So, und jetzt legen wir uns das erstmal drauf und schieben können wir immer noch. So, das ist ja immer das Schöne bei dem Flüssigkleber. Ja, da habe ich. Ja, so viel zu schieben geht gar nicht mehr. Guck mal, jetzt habe ich hier an der Seite ein bisschen weniger Platz. Ah, es ist nicht schlimm. So, sieht trotzdem gut aus. So, jetzt haben wir diese Klapp, Klapp, Klapp. Und ich glaube, jetzt klappe ich die auch erstmal ein und mache mal wieder die Klammern, damit ich euch dann da oben das richtig zeigen kann. Ich glaube, das müssen wir nämlich auch so einzeln darunter machen. Also unter dieses braune, unter diesen braunen Kreis. Eine Klammer ist richtig schwer von dem Ding hier. Verstehe gar nicht warum. Na komm. Keine mehr da, keine mehr. Nee, dann müssen wir die doch nehmen, die gleich die schwere. So, aber ich muss ja eine sowieso lose lassen, weil ich da ja drauf oder drunter. Gehe ich erst drauf oder gehe ich drunter? Seht ihr? Und jetzt haben wir nämlich genau das Problem, was ich mir gedacht habe, dass das nicht mehr passt. Deshalb dachte ich nämlich lieber drunter, weil das ist ja schon, und wenn dann nur 0, und sind, die jetzt hier für die Mitte leider fehlen. Ach, Leute. Ja, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, das in den kleineren Kreis zu machen. Also nochmal an die Stanzmaschine zu gehen und diesen Kreis kleiner machen, weil sonst haben wir Probleme mit dem. Dann knickt sich das nicht so schön. Dann hält das nicht so schön wie hier. Ach, nee, das ist doch wieder ärgerlich. Ja, deshalb. Na egal, ich mache das jetzt auf jeden Fall noch mal. Ich mache einen kleinen Kreis, einen kleineren Kreis und dann bin ich wieder da. So, habe ich jetzt zwei kleinere Kreise gemacht. Die passen auch relativ gut. Was ich natürlich gerne haben möchte, ist natürlich dieses Teil. Das werde ich jetzt später mit diesen, die sind auch etwas erhöht, diese durchsichtigen Teile. Dann werde ich jetzt dann auf dieses kleben, dass das drüber bleibt und trotzdem als Deko da oben ist, weil das möchte ich schon gerne haben. Aber so ist das. Ihr wisst jetzt Bescheid, diese Teile unter das komplett am Ende kleben. Also nicht zwischen, sondern einfach wirklich am Ende kleben. So, und jetzt gucken wir, wie wir das jetzt gerne am besten machen. Ich würde sagen, am besten schieben wir uns das. Moment. Ach nee, wir müssen erstmal ein Loch reinmachen. Sorry, ihr Lieben. Legen wir jetzt übereinander und dann nehme ich hier meine Lochzange und werde
Hoffentlich. Ich muss mal schauen, ob ich die Mitte finde. Nee, so nicht, Marion. Ja, dann müssen wir doch mal mit dem Stift ran hier. Wo ist er denn? Da haben wir einen Bleistift. So. Wenn ich das jetzt. Hier müsste man jetzt einen Zirkel haben, ne? Gucke jetzt mal. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich mache das jetzt einfach. Ihr könnt gerne messen oder wie auch immer ihr das euch perfekt abmessen möchtet. Ich mache das jetzt einfach Pi mal Auge. Sehe ich auch noch nicht mal so. Ich glaube, das sieht aber gut aus. Mache ich jetzt. So. Mittelloch, einen Turm zur Seite, den anderen, wie gesagt, ich glaube, den schieben wir jetzt drunter erstmal oder kleben wir erstmal. Die könnten wir ja verbinden, ne? Ich glaube, die verbinden wir mit so einem kleinen Klecks. Guckt mal, weil das habe ich da auch, das war auch so schwierig. Ich glaube, ich mache jetzt hier, wo sie sich überlappen, einfach so ein kleines Pünktchen, damit die schon mal hier aufeinander kleben. Da ist jetzt nicht richtig, aber so. Ihr wisst, was ich meine, ne? Damit die schon mal so ein bisschen aufeinander wappen. Tun sie aber nicht. Dann machen wir das doch so, wie ich es gesagt habe. Einmal hier in die Mitte Kleber. Drunter. Ja, ich will das nicht losmachen, weil das wirklich, wirklich fickrig ist. So, und jetzt sehen wir zu, dass ich dann hier mit dem Bleistift in die Mitte komme, dass das so, guck mal, so. So, ich glaube, das guck mal, das sieht doch eigentlich gut aus, ne? So, jetzt machen wir mal einmal Klopf, 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 Klopf. So, genau das gleiche mache ich jetzt natürlich bei diesem Kreis. Einfach nur die Mitte, so wo die Teile dahin kommen. So. Oder ganz, ne? Hier könnte ich ja ganz den ganzen Kranz machen, weil da geht es ja alles. So, dann schauen wir, ob Loch über Loch ist. Haben wir auch. Jetzt drücken wir so ein bisschen. Wir können natürlich auch erstmal was Festes draufstellen, damit das so bleibt. Weil in die Mitte komme ich mit den Klammern natürlich jetzt nicht. Aber ich bin zufrieden, dass jetzt hier unten drunter nicht angeklebt ist. Wir schauen da mal. Machen wir das mal ab. Das wäre der Worst Case, ne, wenn das jetzt auf diesem Teil angeht. Nee, ich finde, das sieht gut aus. Guck mal. Das machen wir vielleicht noch. Ne, kommen wir gar nicht hin mit der Klammer. Ne, komme ich nicht. Da sind die Klammern zu kurz für. Da haben wir schon mal so einiges doch fertig. Jetzt schauen wir gleich. Wie gesagt, mache ich hier diese 3D-Klebepunkte. Nee, was ich machen kann. Jetzt fällt mir ein, ich glaube, ich mache eine Perle drunter. Dann brauche ich da gar keinen Kleber drunter machen. Hier habe ich mir ja so ein paar Perlchen, so eine gemischte Box, aber ich möchte natürlich von diesen hübschen Perlen hiervon. Da habe ich ja auch schon bei der anderen auch die goldene gemacht. Das passt nicht. Vielleicht doch wieder eine goldene hier dran. Aber vielleicht nicht so ein helles Gold. Die sieht doch gut aus dazu. Und dann eine drauf und eine drunter. Also eine normale Perle ist auch schön. Ich glaube, die mache ich.
Ich glaube, die mache ich. So einen oben auf und drunter mache ich so eine. Jo. Genau. Und eine silberne. Lieber Pass Silber oder Gold? Silber. Wie gesagt, die mache ich gleich drunter, wenn ich das Band durchziehe. Und dann kann man noch ein bisschen dekorieren. So ist die. Guck mal, so sieht die jetzt aus. Und hier fädeln wir jetzt das Bändchen durch. Und dann dekorieren wir noch. Aber das machen wir jetzt erstmal. Jetzt muss ich noch mal schauen, welches Band ich nehme. Das passt natürlich sehr gut dazu. Oder nehmen wir lieber so ein helles Band. Nee, ich glaube, die Jute passt schon gut. Das Jute passt gut. Ich bezweifle nur, dass ich da die Perlchen durchkriege. Gucken wir mal. Braucht man ja vielleicht auch nicht doppelt zu machen, ne? Dann kann man das hier einfach durchziehen. So. Dann mache ich unten die Perle. Unten könnte ich auch noch eine Perle machen. Ja, da könnte eigentlich ein Knötchen. Ne? Ja, und dann braucht man ja eigentlich hier oben nur so ein einfaches statt Schleife. Schauen wir mal. Ich mache das jetzt mal, dekoriere noch fertig und dann sehen wir uns wieder mit dem fertigen Modell. So, ihr Lieben, ich habe fertig. Ich habe fertig. Juhu! Ich habe mich doch für das helle Band entschieden, nicht für den Jutefaden. Habe eine große Kugel mal dran gemacht, statt diese kleine. Habe darunter doch keine gesetzt, weil das Teil ja nicht angeklebt ist. Das bewegt sich. Also von daher passt, schiebt sich das ja doch darunter. Und habe jetzt, wie gesagt, oben diese Metallelemente gemacht. Ich zeige euch die nochmal. Und habe jetzt unten noch nichts gemacht. Ich wollte noch in Braun irgendwas ausstanzen, habe mir aber gedacht, was passt da jetzt zu? Blätter noch mal ausstanzen, wo ich oben die Metallelemente als Blätter habe, fand ich jetzt ein bisschen doof. Ja, keine Ahnung. Man hätte jetzt auch hier oben zum Beispiel Sprüche machen können, ne? Also das könnt ihr ja so machen, wie ihr das möchtet. Deshalb habe ich jetzt unten freigelassen. Aber ich finde es auch so ganz hübsch. Also so sieht es dann aus, ne? Wie gesagt, mit den Sprüchen. Ja. Und dann war es das. Sorry nochmal für mein Chaos-Video, aber ihr kennt mich ja auch mittlerweile beim Basteln. Es ist nicht immer ganz einfach für mich. Ich hoffe, ihr habt aber trotzdem alles verstanden. Wenn Fragen sind, gerne mich anschreiben. Egal ob per E-Mail oder in den Kommentaren. Die E-Mail-Adresse steht ja in der Infobox und ich werde euch natürlich unten alles verlinken. Nicht verlinken, sondern euch die Maße reinschreiben. Und wie gesagt, falls irgendwie doch noch Fragen auftauchen sollten, dann dürft ihr mich gerne anschreiben und ich versuche dann natürlich so gut wie möglich diese zu beantworten. Ja, meine Lieben, das war's dann mit dieser Karte. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich würde mich so, so, so über einen Daumen hoch freuen. Und ja, wenn ihr Kritik habt, dürft ihr natürlich auch gerne loswerden. Ne? Bin ich immer gerne bereit, wenn ich irgendwie was verbessern kann, nehme ich das natürlich gerne an. Bleibt gesund. Ich drücke euch alle, eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss, meine Lieben.